Und wieder zurück bei State of Decay oder dem Fahrschulsimulator 2013, wie man es nehmen will. Heute auf der Suche nach Sergeant Tenner mit eurem Chavo. Ja. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh nein, Peyton hat überlebt. Das macht die Gemeinschaft traurig. Ja, was haben wir denn heute vor? Wie gesagt, ich möchte jetzt mal zu Sergeant Eric Tenner. Das ist hier noch zu früh. Denn der hat noch eine Mission. Und wir haben ja bisher einige arme Missionen nicht gemacht, beziehungsweise die eine, wo ich gerade hin wollte, dann wurde die leider abgebrochen. Und der Jacob immer noch nicht mit mir redet, was ich wirklich eine Schweinerei finde. Hier ist ein Vetter. Alter, die laufen hier nachts frei rum. Boah. Nein, danke. Guck mal, da hängt so ein Typ hinten dran. Wir nehmen heute niemand mit. Wir sind ja kein Taxiservice. Hier ist ein Lager. Hier kriege ich bestimmt nochmal Supplies her, falls ich welche brauche. Denn im Moment kann man ja mal gucken, wir sind wieder bei minus 10. Vorhin war ich mal bei plus 1. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Wo haben wir denn den Sergeant? War das hier irgendwo? Ich muss jetzt noch weiter und dann... Ja, also theoretisch, ich könnte hier auch schon durchfahren, oder? Sehe ich das gerade falsch? Der kürzeste Weg ist es nicht, wenn ich hier einfach in die Straße einbiege, sind wir nämlich schon fast da. Complicated, complicated ist das alles. Ja, da kommt schon mal das Profi-Englisch durch, wie ihr merkt. Was habe ich denn jetzt kaputt gefahren? Und zwar ist das irgendwo dort. Ne? Genau. Da fahren wir jetzt einfach mal straight hin. Da sind sogar SWAT-Zombies. Ja, genau. Macht euch mal gemütlich hier. Anybody who wants to avoid court-martial, stay where you are. Everybody else on me. Copy that, Sarge. Let's pop some heads. Time's a waste. Klappt das da? Die treten die Zombies kaputt. Somebody's got our six. Hey, try not to shoot us in the back, okay? Geht zu den Überlebenden. Wir haben Zombies auf 9 Uhr. Helfen die mir jetzt? Guck mal, da geht der Colonel selbst hin und verprügelt noch die Zombies. Das waren Armeezeiten. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Muss da rein. Geht zu den Überlebenden. Wenn die noch leben. Ja, und es gibt hier diese speziellen SWAT-Zombies. Ich glaube, die sind einfach saumäßig schwer zu killen. Wo ist denn meine Tuse? Hallo? Ich habe mir extra Maya mitgenommen für 100 Einfluss und jetzt hat die sich hier direkt wieder verpisst. Ich habe gelesen, da stand gerade irgendwas von wegen, ja, Maya, Zeit nach Hause zu gehen. Aber das ist doch die Höhe. Genau wie das mit Jacob. Das muss ich sagen, finde ich schon sehr, sehr fies. Da kriegst du die Mission, dann hast du extra genug gesammelt und dann klappt das nicht. Das ist so ein kleiner Upturner im Moment. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob die einen mit Absicht upturnen wollen, aber mir gefällt es jetzt nicht so, muss ich sagen. Hier haben wir auch noch ein Lager. Was muss ich denn machen? Ich habe nicht gelesen, was da stand. Was muss ich tun? Nachbarn entdeckt. Werden die gerade hier hart geraped oder was? Ich will nicht zu schnell reinrennen, dann kriegt man meistens auf den Sack. Oh, da ist aber viel los. Wir kriegen... Oh mein Gott! Wie viele Zombies sind das denn? So, wir müssen erstmal ein paar finishen hier. So, Alter. Aber jetzt sind mal ziemlich viele Leute. Rette die Überlebenden. Da ist noch ein Zombie, der noch getötet werden muss. Der steht direkt in der Wand. In der Wand Zombies sind ja die gemeinsten. Die sind ja noch schlimmer als Vorstadt. Was macht der denn? Noch schlimmer als Vorstadt und Vorgarten Zombies. Well, that was exciting. I'm cool with that. Alright, alright. I apologize for all the times I implied I'd shoot you in the head if you kept breaking quarantine. Tell you what, I've got some pull with the artillery pukes attached to my unit. I supply them with seized whiskey, and they rain hellfire on any hordes that happen to notice me and my boys. You get in a tight spot, give them a shout on the radio. I'll get the cannon cockers to send you a special delivery. But, we should get moving. That fight's gonna draw more of them here soon. I'll see you around. Überall um uns herum sind Infektionsherde. Alter, sind jetzt alle weg? Nee, er ist noch hier. Ist das jetzt auch wieder so eine Enklave? Mit denen kann ich meistens nichts machen, ne? Ja. Alles klar, hier haben wir auch so eine Enklave. Nun gut, wenn wir jetzt hier überall so kleine Punkte haben, wo wir uns verteidigen können, da sage ich natürlich nicht nein. Aber die Moral zu Hause, die sinkt uns unterm Arsch weg.
Wo kann ich es denn sehen? Da. Nur noch 50% oder so. Guten Tag, schöne Frau. Ja, danke für dieses aufklärende Gespräch. Wo fahren wir denn hin? Oder können wir hier irgendwas noch looten? Hier ist ja gar nichts, ne? Ich wollte auf jeden Fall nochmal in den Schuppen reingucken. Wo ist denn der? Da. Denn da gibt es mit Sicherheit noch irgendwas zu looten. Da kannst du davon ausgehen, dass hier noch was drin ist. Klimper, klimper, klimper. Klimper, klimper, klimper. Molotovs und ja, sowas. Das ist nicht so der Hammer. Aber ich kann es erstmal mitnehmen. Denn ich könnte es verkaufen. Da ist bestimmt Sprit. Was ist denn hier? Ist hier was drin? Ein Rasenmäher, ist der Hammer. Das ist ein leeres Lager. Ach so, okay, alles klar. Und das ist ein Obstgarten. Alles klar, hier wird sowieso Essen sein. Dann werde ich jetzt hier gerade noch looten. Das alles wieder, oder nicht alles, zumindest ein paar Sachen dort reinschmeißen. Denn ich habe jetzt sehr viel, sehr gut, hier gibt es Lebensmittel, sehr viel mit Einfluss bezahlt, aber nicht wirklich viel wiederbekommen. Also für die Leistung. Was ist das denn? Das ist so ein Honigding, ne? So ein Bienen. Zeichen von überlebenden Aktivitäten. Können wir auch mal vorbeigucken. Also wir machen jetzt einfach alles, was wir hier zu Gesicht bekommen. Denn, ganz ehrlich, du bist überlastet. Ja, die geben uns ja nichts wieder. Deswegen, oder wir kriegen nicht die Missionen, die wir brauchen. Also machen wir jetzt einfach alles. Golfschläger. Oder ist das ein Golfschläger? Ja, der sieht ganz gut aus. Oder eine Hacke. Der bringt es jetzt nicht so. Das Problem ist, wir sind alleine unterwegs. Das gefällt mir immer gar nicht. Ich kann die Typen nicht mitnehmen. Das gefällt mir auch nicht. Es ist alles nicht so, wie man sich das wünscht. Und dort wird, denke ich, auch nichts drunter sein. Ich will es aber alles erkunden. Nicht, dass das irgendwie nachher noch zum Infektionsherd wird. Hier so ein Unterstand. Und wir könnten noch auf den Aussichtsposten. Das wäre noch eine gute Sache. Ach ja, so ein Stress. So. Jeder Meter mit dem Auto. Man will ja auch dick werden. Gut, dann fahren wir gleich noch zu unseren Verbündeten. Dann könnten wir im Zweifel halt mal nach Marshalltown fahren. Also nach Marshall, denn wenn die uns nichts geben wollen. Da ist noch ein Lager, ne? Das sieht auch richtig gut aus. Da hinten brennt was. Feld. Wird es vielleicht Nahrung geben? Guck mal, hier sind überall so Stände. Feld. Ich denke, hier wird es viele Felder geben. Aha. Campingplatz. Ist das ein besonderer? Ein SWAT-Zombie, alles klar, ja. Vor solchen habe ich ja gar keine Angst mehr, ne? Weiß der Bescheid. Obstgarten, Obstgarten, noch einer. Das ist eine Enklave, das weiß ich schon. So. Wow, you don't save, dass das ein Fahrzeug ist. Hab ich alles? Nein. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und wo ist Waldo? Gut, also, hier gibt es viele Felder. Ich denke, du kannst halt einfach dadurch ein bisschen Nahrung mitnehmen. Und hier ist noch ein... Was war hier noch? War hier irgendwas Besonderes noch? Nee, ne? Kein Medizinlager mehr. Ja, dann nicht. Und jetzt kommt ein gepflegter Nieser gleich wahrscheinlich. Hallo, Zombie! Ja, ist ja nicht so, dass ich es angekündigt hätte. Zombie-Horde da, wir fahren da runter. Und zwar einfach jetzt immer links halten, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Zombie-Horden werden eiskalt ignoriert, weil wir so cool sind. Wir sind schon so cool, wir widmen uns gar nicht mehr Zombie-Horden. Ach man, ich möchte umziehen. Ich habe so fleißig... Was war das denn für einer? Noch so ein dicker alter Schwede. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Ja, ich glaube, man sollte tagsüber eher loslaufen als nachts. Aber was willst du nachts sonst machen? Kannst ja nicht sagen, ach komm, wir legen uns jetzt alle hin und mal die Nacht überspringen. Obwohl ich das an sich eine sehr coole
coole Möglichkeit fände. So, wir müssen auch noch weiter. Freunde in Not. Freunde in Not. Brauchen die irgendwelche Materialien? Da wäre ich jetzt kniestig, ne? Da was abzugeben. Obwohl ich ja im Moment überlastet bin. Das wäre gar nicht so das Problem. Hallöchen! Na? Alles fresh bei euch? Heard on the grapevine, you might need a hand. Yeah. Was möchte die denn? Hilfst du uns, Verteidigung einzurichten? Na gut. Nachts. Oh Gott. Möchte ich das? Kann ich denen dabei helfen? Dude, what the hell? I saw you like 10 minutes ago. Also, kind of busy here. Ja. Sorry. Der Quentin ist aber auch ein Loser, der nervt die ganze Zeit. Dann schwing leiser! Als ob hier nicht gleich die Hölle los ist. Da steht noch unser kaputtes Taxi. Da kommt schon der Erste. Oh, ich kann nicht mal einfach so losschießen. Boah, jetzt geht's. Nein, 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 nein. Das hättet ihr wohl gerne. Ihr Fresswütigen, ihr wisst doch gar nicht, wann es genug ist. Oh Gott. Aber die hilft mir, das ist gut. Nein, 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 nein. Oh Gott, jetzt haben die den da hinten geholt. Ja, super, wie soll ich denn den retten? Das schaffe ich ja gar nicht. Und da kommt ein Dicker oder ein Besonderer? Das ist tatsächlich ein Fetter, das ist doch scheiße. Jetzt muss er auch noch nachladen. Das läuft alles nicht. Stirb, du fetter Sack. Lad schneller. Ich werde mich da nicht einmischen. Nein, nein, lad nach. Nee, nee, da stelle ich mich nicht dazwischen. Lad nach. Das geht so schlecht, ganz ehrlich. Oh, jetzt habe ich da in das Fenster eingeschossen. Komm her, zeig mir deinen Kopf. Ja, das war doch mal ein Treffer. Ja, der ist tot. Komm, komm, dann helfen wir dem noch. Der hat's mal nötig. Ihr Schweine! Ah, der hat das ganz alleine gemacht. Und der hat irgendwelche Vorräte dabei. der hat überhaupt keine Hilfe gebraucht. Aber es war doch klar, dass hier ein Dicker ankommt, oder? Wir sind es schon gar nicht mehr anders gewohnt. Fettes Stück Scheiße, du. I mean, zombies were inside. We were all freaked. So we raided the liquor department afterwards, just to take the edge off, you know? And? So, yeah. We both drank more than we probably should, and there's this couch in the manager's office. Die haben gevögelt. Yeah. But now he's doing this whole lost puppy thing. Following me around and acting like we're married or whatever. Ja, ja, das habe ich schon gemerkt. Quentin, ach, ich wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Na? Okay, we got some more materials headed your way. They're loaded down pretty good though. No, die sind schon da hinten wieder an dem dran. Dann helfen wir dem mal, komm. Bevor sie ihn ganz platt machen. Boah, jawoll! Mal diese Flinte auch mal ein bisschen nutzen. Ich benutze sie ja sonst nie. Ist einer weg. Und du kommst auch nicht durch. Ja, die kommen alle her, um zu helfen. Das finde ich sehr praktisch. Oh, oh. Ich sehe da vorne wieder mehr. Also wenn noch mal ein Dicker kommt, für den habe ich keine Munition mehr. Aber ich glaube, das sind nur kleine. Ja. Oh, sind das viele? Da schicke ich meinen menschlichen Wall voraus. So, einer. Ich hau einfach mal in die Menge rein. Nein, nein, nein. So, du weg. Und... Achso, der ist schon tot.
Ach. Könnt ihr nicht mal ein bisschen schneller machen? Ihr seid jetzt schon zu dritt. Guck mal, was der für ein fettes Gewehr hat. Was macht der da? Ist das hier nicht Quentin? Jetzt nur mal so als Frage, aber ich glaube, das ist doch Quentin, oder? Wir haben Reflexe dazu gewonnen. Ja! Ich wollte schon immer Reflexe. Und unsere Taschenlampe ist echt von Arsch. Man sieht nicht so viel. Jetzt mal so ganz objektiv beobachtet. Nein. Jetzt immer diese Zombie-Fresser. Das ist doch mehr als nervig hier, oder? So, und du auch noch. Wir wären auch voll der Golf-Profi. Ja, geschafft, glaube ich. Ui, das ging aber schnell. That counts for something in my book. Anyway, thanks for the... Oh, what the fuck? Hold it right there. Hands where we can see him. Whoa. Easy there, Alex. It's me, Sheriff Carl. But we don't want any trouble. We're just here to talk. Yeah, you wasted a trip. Turn around, walk away, and forget you ever saw this place. Huh? Wait, who's Alex? Forget it. We're not interested in signing up with your little society. Ease up, Becca. Not everybody's out to kill us and take our stuff. It doesn't take everybody. Just one. All right. We'll go. We're not here to pressure anybody. Nur Stress. Stay safe now. Hope you're keeping your nose clean, Alex. Was wollte er uns damit sagen? Ich weiß es nicht. You holding up okay? Aber wir haben das gut überstanden, würde ich mal sagen, oder? Aber auch nur, weil wir so viele waren. Dann kann ich mal ein bisschen das unnötige Zeug hier verkaufen. Das behalte ich alles mal. Dann haben wir zumindest unseren Ruhm wieder aufgefüllt. Mit wem redest du? Ach, ihr mit euren scheiß Infektionsherden da. Das ist doch... Das ist alles gelogen. Wo ist mein Auto hin? Mein Auto ist weg. Hier stand eben noch mein Auto. Ach, es wurde umgesetzt. Okay. Alles andere hätte ich den aber auch schwer übel genommen. Ob hier vielleicht noch... Nein, nein, nein! Ach, scheiße, hier sind zwei! Boah, Hilfe! Ich hole mir mal gerade Hilfe. Ob die mir helfen? Ja. Jawohl. So muss das sein. Oh Gott, der hat mich voll erschrocken. Dass sie da direkt rausgestürmt kommen. Das ist ja eine Frechheit. Aber jetzt siehst du, es lohnt sich doch ab und zu vielleicht mal auszuweichen. So. Dadurch haben wir jetzt echt unser Leben gerettet. Wir kriegen viel gute Use aus dem Workspace. Aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit und Effort in it, we could start doing some basic automotive repair. Nein, nein, nein. Ja, ich weiß, dass wir dann das benutzen könnten. Mach mal die Tür zu. Hier kommt so schnell keiner rein. Ich möchte das nicht. Ist das ein größerer Punkt? Ich glaube, wir sind nur so nah rangezoomt, dass das aussieht wie ein größerer Punkt. Man muss sich ja wegen jedem Scheiß Sorgen machen. Nein! Ohne mich, Freundchen! Lol, das war so ein starker. Geh mir nicht auf den Sack. Ich weiß, dass du das möchtest. Aber ich möchte vorher umziehen. Und dein lieber kleiner Bruder steht mir dabei im Weg. Molotovs. Moment, hab ich alle? Ich hab nicht alle. Die nehmen wir mal komplett mit. Und hier sieht's nach Munition aus. Oder Schokolade. Man sperrt nur Munition oder Schokolade so weg, meine Freunde. Munition. Ja, schade. Schokolade hätte ich auch genommen. Lassen wir mal drin. Dann sehen wir nämlich, dass hier noch Muni liegt. Ja, wie sie alle rumkräuchen, ne, ihr kleinen Schweinchen. Da hinten gucke ich auch noch schnell rein. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon wieder. Guck mal beim nächsten Mal nach Marshall, was da so läuft. Und danach vielleicht nochmal zu Jacob, ob er dann mit uns umziehen möchte, was ich super, super lieb von ihm finde. Da drin ist wieder was los. Wie viele hier sind? Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott.
Ich muss mich gerade ein bisschen erholen. Es sind zwei. Und es sind drei. Man sollte auch zwei Zombies nicht unterschätzen. Habe ich mal festgestellt. Der dritte, verfolgt er uns noch? Der dritte steht da nur rum. Trotzdem, wir gehen mal kein Risiko ein. Ach komm schon. Jetzt stellt sich aber doof an, oder? Der klettert jetzt nicht im Ernst darüber. Er weiß nicht, wo er hin soll. Manchmal, aber nur manchmal. Stellt euch ganz schön dumm an. Sieht er mich? Sieht er mich? So. Hehe, wo ist denn der jetzt hin? Stellt sich dort in die Ecke. Nee, du siehst mich nicht. Ich bin fast unsichtbar. Ja, nee, töt ihn nicht. Ich schubs dich zu Tode, mein Freund. Eine Horde, alles klar. Aber hier sind wir sicher. Also da stehen noch drei oder vier Leute in der Bude drin. Im Zweifel rennen wir da nur schnell rein. Ist das kein Lager? Doch, das Symbol verrät nicht, dass es ein Lager ist. Hier ist bestimmt noch einer. Ja, ich wusste es doch. Verreck. So, und du auch. Boah, das haben wir mal gut gemacht, oder? Ich bin ein bisschen stolz. Ja, das sieht nach Baumaterial aus. Das sieht stark danach aus. Genau, Baumaterial. Die Axt nehmen wir mit und das. Dann wissen wir, dass das hier drin ist. Also dadurch hat das Erkunden ja auch einen Sinn. Wenn wir was brauchen, wissen wir genau, wo wir das finden. Das ist ganz praktisch. Jetzt fall mal hin. Komm! Ja gut, meine Freunde, sonst würde ich sagen, sind wir für heute durch. Hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play State of Decay mit eurem Chavo. Bis dahin, ciao!